Concorde. Ich würde sagen, wir gehen mal von oben rein, ne? Wir sind gehen irgendwie so seitwärts, so irgendwie kacke. Wir wären ja sonst hier die Straße lang gekommen, ne? Würde ich meinen. Bin wieder andersrum gegangen. So, Moment. Oh. So viel zu dem Thema. Ey. Boah, was? Warum ist denn die so schwer? Alles okay? Okay, das mit dem Zielen. Ich muss, glaube ich, dann echt so zielen auch. Das ist halt Controller, ne? Ich weiß, PC wäre besser. Oh. Brahmin. Ein Brahmin. Eine zweiköpfige Kuh. Die Leute, die Fallout kennen, kennen das. So, gut. Also wir werden... ich spule nochmal zurück. Moment. Wir werden hier lang gekommen. So, hier. Fliege, Fliege, Viecher. Kaputt. So, wo gehen wir lang? Rechts oder links? Ich fand jetzt rechts gerade besser. Ich gehe mal rechts lang. Das sind wir ja eben auch schon lang gegangen. So, dann schauen wir uns mal um. In Concorde. Und schauen mal, ob wir... was wir hier so finden. Aschenbecher. Eine Haarklammer liegt da drin. Die nehme ich mit. Was ist das da unten drin? Haarklammerbox! Sehr gut. Bringt uns aber nichts, weil wir noch nicht Meister sind. Ist das noch eine volle Coca-Cola? Die nehme ich mit. Was denn? Guckst du wohin? Hast du was gesehen? Okay. Wir könnten schlafen, denke ich mal, ne? Oh, Gentleman. Das nehmen wir auch mal mit. Wir könnten hier schlafen, aber wir machen das nicht. Es ist noch Tag. Wir schlafen noch nicht. So, was gibt es hier noch so? Wieder ein Fernseher, den man nicht aktiviert. Da ist ja was drin. Oh, Quantum! Und Sugar Bombs. Ist irgendwie doof, dass wir nicht essen müssen. Was ist da denn drin? Kronkorkenvorrat. Sehr gut. Kronkorken. Was übrigens für die, die Fallout nicht kennen, das Geld ist hier in Fallout. Also mit Kronkorken bezahlt man. So. Deswegen sind Kronkorken immer gut, wenn man die findet. Weil... Geld regiert die Welt. Auch in Fallout, auch nach der atomaren Apokalypse regiert Geld, also in dem Fall Kronkorken, die Welt. Das sieht aus, als würde es hier Menschen geben. Und das sieht gefährlich aus. Warum jungst du? Ich habe ein bisschen Sorge, hier lang zu gehen. Gibt es hier Menschen? Wird geschossen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hin sollten. Geht direkt schon los mit der Ballerei, oder was? Was sind das? Raider? Da liegt auch einer. Lederrüstung. Moment, die ziehe ich mir eben an, bevor ich jetzt weitergehe. Was ist denn? Linker Arm. Was macht die denn? Bringt die mehr oder weniger? Leichte Kleidung. Es ist nur linker Arm. Das Gammler-Outfit bringt mir aber dann mehr, ehrlich gesagt. Sackkapuze. Okay, ist für Radioaktivität gut, aber nicht zum Schutz. Ich brauche erstmal Schutz. Also erstmal gegen normalen Schaden, nicht radioaktiven Schaden. Na gut, dann bringt mir das nicht viel. Ich gehe da noch nicht hin, da wird geschossen. Ich gehe mal erst hier rumgucken. Aber die sind auch alle zu hier, die Häuser, ne? So wie es aussieht. So. Viel gucken können wir da anscheinend eh nicht. Ja. Da waren wir ja schon, ne? Komm mal her. Hier ist noch ein Haus, wo wir rein können. Futter! Was wir nicht essen müssen.
Nirgendwo was drin. Oh, Smoking. Haben wir ein Smoking gefunden. Bringt uns zwar keinen Schutz, aber sieht gut aus. Aber das hier ist wichtig. Aufbereitetes Wasser. Brauchen wir alles nicht. Wir müssen nicht essen. Ich finde es schade, dass wir keinen Hunger kriegen. Und Spielplatz. Yay. Bisschen schaukeln. Schaukelt die auch, wenn wir dagegen stoßen? Na, ja, doch. Yay. Okay, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Dann gehen wir da mal lang, ne? Schauen wir mal. Ob die uns feindlich gesinnt sind? Dogmeat, bist du stark? Kannst du sterben? Aufgepasst. Nein, ne? Auf sie. Oh, der ist gut, ne? Der Dogmeat, mein lieber Scholli. Der rennt weiter. Oh nein. Nicht, dass er stirbt. Ich nehme einfach hoch. Ich nehme einfach alles mit. Und das nur die beiden? Das ging ja dann noch. Oder? Ich gucke hier erst noch rein. Bevor ich weitergehe. Weiß, wie das dann noch wird. Oh. Muss ich drunter fallen? Okay. Dann kann ich ja jetzt hier runterfallen. So. Dogmeat, wo bist du? Hund. Hey, Junge! Hey, Junge! Junge, komm her, Junge! Okay, so rufe ich den dann also wieder. Okay. Bitte schieß mich nicht ab. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Okay. Zeitreisen für Anfänger. Wo ist sie denn? Da. Moment. Oh, Musik. Da. Okay. Moment. Ausrüsten erstmal. Waffe ausrüsten. Was habe ich da? Wenn die Freiheit ruft, nimm die Lasermuskete, betritt das Museum. Okay. Automatikpistole. Ich habe eine Automatikpistole. Moment, nee, hier Pfaff. Nein, Moment. Moment, Moment, Pfaff. Da wollte ich die hinhaben. So, und die Laser, die Pistole behalte ich trotzdem. Die kommt, die bleibt da. Ich mache die Laserpistole dann woanders hin. Wo ist die denn? Wo ist sie denn? Automatikpistole. Wo ist denn Laserpistole? Billardquer. Ist sie das? Soll die das sein? Hä? Hat er nicht gerade Laserpistole gesagt? Lasermusketen können aufgeladen werden, indem du wiederholt Dings Viereck drückst. Je mehr Ladung du verwendest, desto höher ist ihr Schaden. Halte Kreis, um das Menü mit den Skills zu öffnen. Ach, habe ich schon wieder Skills. Ist die das? Nee, das ist aber nicht die Lasermus. Das ist die aber nicht. Hä? Wo habe ich die denn? Impro-Pistole. Automatikpistole. Schaden, Reichweite. Da, Lasermusket. Ach. Kurz. Deswegen, ich habe nach L gesucht. Okay, jetzt habe ich sie. Und ich habe Skills. Neue Skills. Gucken wir doch mal direkt. Wer weiß, wir brauchen bestimmt da oben Charisma, oder? Komm. Ja. Ich
finde Charisma immer gut. Es hilft einem immer so. So, okay. Okay. Hä? Okay. Muss ich erst aufladen. Okay, mehr geht nicht. Okay. Ja, aber es ist ja keiner da. Wen soll ich denn abschießen hier? Ach krass, ich muss die immer aufladen. Okay. Das ist interessant. Aber es ist keiner da. Dann, ich gehe da einfach mal rein. Komm. Ja, Dogmeat. Ich würde dich ja sonst Finn nennen, ne? Finn ist ja auch immer so der Name der Tiere, die ich... Mein Hund heißt ja Muffin. Und deswegen nenne ich die Tiere, die ich in Spielen habe, eigentlich immer Finn. Aber eigentlich bist du Dogmeat, ne? Na, dann gehen wir mal rein. Ah, hier drin muss ich helfen. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hä, wo schießt denn hin? Da oben sind welche drin, oder was? Keine britischen Besatzer mehr. Was? Ach so, ich bin im Museum. Wo soll ich denn jetzt helfen, Leute? Haarklammerbox. Ich komme hier nicht lang. Hä? Wo soll ich denn jetzt da hoch und helfen? Ist das euer Ernst? Muss ich hier durchgehen? Na gut, dann gehe ich hier durch. Ich habe Angst, dass hier einer zwischensteht. Ja, genau. Boah, Doki, du hast alles umgeworfen. Fuck. Doki? Lass mich los! Danke. Boah, der ist aber stark, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass die Waffe voll scheiße ist? Tut meinen Hund nicht weh. Was ist das für eine Waffe? Ey. Oder? Huch. Kann das sein, dass die voll schlecht ist? Oder habe ich nicht getroffen? Gar nicht. Ah, okay. Ich habe den einfach nicht getroffen. Verstehe. Habe ich den von hier noch? Komm, beweg dich. Komm her. Ich bin ein Distanzschießer. Okay, ja, gut, dann ist sie doch gar nicht so schlecht, verstehe. Und ist ein Terminal. Aber ich gehe da jetzt einfach mal hoch. Was ist das? Was ist das denn? Achso, das ist ein Raider!
Ja, geil, Leute. Hier, so sieht das aus, wenn man, wenn Raider explodiert ist. Okay, da oben muss ich dann hin. Ja, ich schaue mich aber erstmal jetzt hier noch um. Bevor ich... Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Erstmal ein bisschen umschauen noch. Aber hier ist nirgendwo was drin. Aber wenn der Jungs, habe ich immer direkt, bin ich so alarmiert. Wisst ihr? Weil, ja. Wenn man selbst einen Hund hat und dir macht der Jungs so, dann ist das, hat das echt was zu heißen. Also bei meinem zumindest. Das ist der Jungs nicht einfach nur so. Oberer Schädelteil. Oh, Springmesser. Und da habe ich dann schon ein bisschen, ich muss erstmal wieder, ich will ja mal mit X springen. Okay, hier unten ist wohl niemand. Okay, da war schon viel Zeugs hier. Ist schon ganz gut. Computerterminal. Was war, was war das denn? Oh, hör doch auf zu Jungsen, Dogmeat, bitte. Entsperre ich den jetzt mal? Muss ich das? Das muss ich gar nicht, oder? Was soll denn da drin sein? Sicherheitstor. Ja, ja, warte mal. Noch nicht. Wer weiß, ob ich das überhaupt entsperren soll oder muss. Erstmal mit den Leuten da oben reden, ne? Gut, sehr gut. Ja, dann gehen wir da mal hoch zu denen. Hoch, so springen. Ach, ich muss das mit dem Springen, das Dreieck. Dreieckes Springen. Der Raider hier, super. Gut. Was? Wo muss ich nochmal hin? Da hoch, okay. Komme ich hier bestimmt hier lang hoch? Da durch? Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Da draußen ballert jemand alles zusammen. Ich sitze hier nicht rum und mach Stop Meat. Tod. Ich schwöre, keine Bewegung mit dich. Aufgepasst! Ich weide dich selbst aus. Jetzt halt dein Maul, sonst erledige ich mir das Miststück nie. Da! Da. Auf ihn. Na los, Dogmeat. Fass! Wo sind die hin? Ja, okay. Die kurze Distanz geht das alles schon viel leichter. Oh, wir haben gute Sachen. Oh, dass ich so viel noch überhaupt tragen kann. Ja, gut. Untersuchung, Amerikas Freiheitskämpfer. Das mache ich jetzt alles noch nicht. Ich gehe da gleich jetzt erstmal hoch. Ich check jetzt hier erstmal nochmal und dann gehen wir erstmal hoch da. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Ich komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, wir gehen nirgendwo hin. Aufgepasst. Wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich geh mal spazieren, aber ich komm wieder und dann seid ihr tot. Schließen, Tür. Schießen. Komm her. Komm her. Komm raus da. Und los. Was? Hä? Warum lädt er nicht? Dort drüben. Hä? Warum kann ich die Waffe gerade nicht laden? Ah, ich habe keine Munition mehr. Shit. Okay. Okay, Dogmeat, komm mal her. Ich brauche dich. Komm her. Ich will das alles nehmen. Bitte. Nehmen. Was ist das?
der böse oder gut, der da steht? Wo ist Dogmeat? Kann ich den irgendwie herpfeifen? Oder muss der immer in meinem Blickfeld sein, dass ich das kann? Sag mir doch mal bitte, wo ist Dogmeat? Dogmeat! Mann, ich weiß nicht, wer du bist, okay. Aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nee. Okay, hi. Minutemen? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Was labert der denn die ganze Zeit dazwischen da? Wer sind diese Leute? Die Welt hat sich verändert. Meine eigenen Probleme. Erzähl weiter. Wer sind diese Leute? Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einen Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Ghule? Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Pech gehabt. Ist eine grausame Welt. Klingt hart. Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Verdammt. Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Wird das reichen? Taugt hoffentlich was. Das ist super. Sag es mir. Sag es mir! Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihr. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Ja, alt. Genau. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Yeah! Powerrüstung? Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Yeah, dann wäre ich voll die Badass-Bitch. Das ist Selbstmord, gute Idee. Könnte funktionieren. Minigun? Naja, was eine Minigun ist, wissen wir ja, ne? Das brauchen wir jetzt nicht nochmal checken, also. Könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Okay, Lösung? Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Außerdem fällt der Leuten ins Wort, würde ich mal meinen. Und labert einfach, wenn andere reden, viel zu laut. Oder? So, Zusammenfassung? Wonach sucht ihr nochmal? Nach einem Fusionskern. Ist so eine Art coole Batterie. Damit haben sie früher hier im Museum die Ausstellung mit Strom versorgt. Sorry. Ich dachte jetzt einfach, einen im Keller, hinter dass der einem auf Sicherheitstor. Kommt. Du musst das Schloss knacken oder den Computer hacken, um es zu öffnen. Der andere redet und der nickt dazu. Ach ja, herrlich ist das wieder. Ja, komm. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna. Ach, ist doch seine Stimme gewesen. Steck der hat nur den Lippen nicht bewegt. Rüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Alles klar. Dankeschön. Das ist cool, dass hier in der Waffe so ein PNG die ganze Zeit nur auf und zu geht hier. Das ist so, simpel, aber es funktioniert. Okay, das sind also die Minutemen. Was liegt hier? Robco-Fun. Perfekt. Aha, Robco-Fun. Gewicht. Du hast eine Ausgabe von Robco-Fun gefunden. Erhält das Holoband-Spiel Atomic Command. Ah!
Okay, heranzoomen, herauszoomen. Cool. Also wieder ein Spiel gefunden. Ob's dir gefällt oder nicht, wir alle zählen auf dich. Ja, jetzt entspann dich mal, ich mach das schon. Na, Dogmeat? Was haben wir denn sonst noch hier so? Na, Strux. Du bist Preston Garvey. Okay, was? Preston Garvey. Worauf wartest du noch? Also, ist das dein Ernst? Dass du mich jetzt hier stresst? Ich will hier mit euch ein bisschen labern. Zumindest hier so ein bisschen. Vorsicht, Kind. Wer bist du hey. Zum. Was ist los? Was? Kommen wir jetzt hier raus? Und es ist. Ja, ist ja gut. Hallo! Wahrnehmungswackelpuppe. Wackelpuppe. Nur noch Beobachtung. Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um eins erhöht. Yay! Was ist mit dir? Jung Long. Geht's dir nicht gut? Okay, reden die jetzt alle erst mit mir, wenn ich das gelöst habe? Dogmeat hat Hilfe für uns gefunden. Dogmeat. Sag ich doch Dogmeat. Heißt er jetzt Dogmeat? Oder heißt er immer nur noch Hund? Das ist doch mein Hund. Dogmeat. Ja, genau. Dogmeat. Er ist also dein Hund. Oh, er ist nicht mein Hund. Nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Okay. Aha. Visionen. Oh, ich weiß, was du denkst. Die alte Dame hat den Verstand verloren. Aber das sind die Kemps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Ein drittes Auge? Ich bin weg. Ich bin weg. Das ist unglaublich. Rede weiter, dritte Auge. Also Dogmeat ist Dogmeat. Ist also Dogmeat und er hat einen Namen und er gehört niemandem. Er ist unser Freund. So wie das ist. Wie das auch immer ist. Genau. Das dritte Auge, Fragezeichen. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Okay. Und sogar von dem, was gerade ist. Jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Die klingt ein bisschen wie Hannibal Lecter, so. Und so. Okay, ich kann auch sehen, was gerade ist. Ich kann zum Beispiel sehen, dass eine alte... Vielleicht verrückte Dame? Nein. Eine Dame, die eine Art Medium ist, vor mir sitzt. Du kannst mir nichts Peinliches sagen. Ich habe schon alles gehört. Okay. Was gibt's? Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind. Überredungsversuch fehlgeschlagen. Ich weiß es nicht. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde. Okay. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Ist ja gut, Mama Murphy. Dogmeat, hallo. Ja, jetzt hat er den Namen. Sturges er hat den groß, Namen. Aber Supi. Kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Ja, ich mach das. Ich mach das, nachdem so ich dich hier hinsetze. Nicht schlimm. Lass dir nichts erzählen. Nachdem ich mich hier hinsetze und speichere. Schnell speichern. So. Tada. Und ich könnte eigentlich auch mal richtig speichern, ne? Ich hatte schon mal kurz gespeichert, aber ich könnte auch mal richtig speichern. Quick Save. Autosave. Quick Save. Autosave. Oh, der saved aber wieder viel, ne? Der saved viel rum. Ja, so ein Quick Save reicht ja eigentlich auch aus, ne? Komm, ich mach trotzdem mal, ich speichere mal. Ja, komm, kannst du überschreiben. Und dann schauen wir mal, dass wir das erfüllen hier.